Thema in diesem Video ist die Spieleröffnung über unseren Torwart bei Torabstoß. Ich unterscheide hier von der kurzen und der langen Spieleröffnung. Beide Mannschaften agieren jeweils in einem 4-4-2 flach. Ausschlaggebend für unsere Spieleröffnung ist immer zu schauen, wie das Pressingmuster der gegnerischen Mannschaft ist. Gehen wir mal davon aus, dass die Spitzen ungefähr auf dieser Höhe stehen. Dann können sich die Innenverteidiger auf die Strafraum Grenzen absetzen mit einer offenen Körperstellung, sodass sie bei der Ballmitnahme sofort ein Spiel aufdrehen können, Spielrichtung aufdrehen können und nicht unter Druck gesetzt werden können. Fehler wäre es jetzt, wenn der Innenverteidiger oder beide so stehen würden, dann wenn der Pass zu ihnen kommt, können natürlich die Stürmer sofort Druck ausüben. Agieren die Stürmer etwas weiter vorne, setzen sich die Innenverteidiger auf die Breite ab. Wir nutzen jetzt nun die komplette Breite, wenn sie sich hier absetzen, sodass sie auch hier nochmal die offene Körperstellung haben und hier sofort das Spiel eröffnen können. Wichtig ist hier, dass die Außenverteidiger weit nach vorne hochschieben, dass sie hier diese Gegner binden, sodass wir mehr Raum in unserer eigenen Hälfte hier für den Spielaufbau haben. Wenn die Stürmer noch weiter sich hier Druck ausüben auf unsere Innenverteidiger, haben wir jetzt natürlich viel Raum in der Zentrale geschaffen. Da ist es dann wichtig, dass sich einer der beiden Sechser hier dynamisch löst, dass er dann hier entgegenkommt, diagonales Anlaufen, sodass wir auch hier wieder bei der Ballmitnahme eine offene Körperstellung haben. Wir können natürlich auch schon sofort hier stehen, dass wir so eine Art 4 gegen 2 haben. Wir haben die drei Spieler plus den Torwart, wo wir dann auch hier schon mal die Spieleröffnung kurz gestalten können. Entweder, dass er ihn anspielt und dann, wenn jetzt hier jemand Druck ausübt von den Stürmern, dass er den klatschen lässt und dann hier wieder nach außen gespielt wird. Und dann können wir hier das Spiel wieder fortsetzen. Dann können wir den Rücken des Stürmers reindribbeln in das Halbfeld. Wenn jetzt bei dem Anlaufen des Sechsers der andere Sechser gut mitläuft, hier wirklich zumacht, und hier schon die Innenverteidiger zugestellt sind, haben wir jetzt hier nochmal die andere Möglichkeit, dass wir unseren anderen Sechser noch mit einsetzen, dass er dann vielleicht nochmal sich hier gut löst, dynamisch löst, in diesen Raum reinkommt, dass dann der Torwart hier nochmal reinspielt und er sich schon sofort in Spielrichtung aufdrehen kann und das Spiel gestalten kann. Wenn auch hier Druck ausgeübt wird, nochmal im vorherigen Falle, wenn der Innenverteidiger hier angespielt wird und der Stürmer jetzt hier steht zum Beispiel, versucht jetzt hier zuzumachen, Innenverteidiger wird hier angespielt, geht nach vorne. Auch hier können wir dann natürlich dann, wenn der Stürmer hier rauskommt und die vorziehen, dann auch die langeren Ball suchen, hier hinter die Abwehr zu spielen oder vielleicht auch den Stürmer mit einzusetzen. Dass wir jetzt hier nicht kein unnötiges Risiko eingehen. Haben wir jetzt die beiden Sechser hier unter Druck gesetzt, die Innenverteidiger sind hier unter Druck gesetzt worden schon, das heißt der Torwart hat es wirklich jetzt sehr schwer, sehr risikoreich, jetzt hier nochmal eine kurze Eröffnung zu gestalten. Wir werden dann sehen, dass natürlich auch die, und wir erkennen, dass die Flügelspieler auch nach innen kommen, um das Zentrum etwas zu stärken. So hat der Torwart jetzt nochmal die Möglichkeit, mit einem langen Ball hier auf den Flügel zu spielen, den Rücken der Flügelspieler. Eine weitere Möglichkeit ist noch die Spieleröffnung über unseren Außenverteidiger. Das heißt, wenn wir jetzt hier weiter vorschieben, Innenverteidiger kommen hier hin, dass sich dann hier einer der Außenverteidiger jeweils hier absetzt und dass der Torwart dann über den Außenverteidiger das Spiel eröffnet. Aber es ist eher eine seltenere Variante. Ansonsten bleibt natürlich dann noch den langen Ball vom Torwart. Da haben wir nochmal die Möglichkeit, dass wir sagen, der Flügelspieler sollte sich wirklich möglichst nach außen absetzen. Der Ball sollte natürlich hier in diesen Raum gespielt werden, aber dass der Flügelspieler dann nicht aus dem Stand zum Kopfball kommt, sondern wirklich aus dem Lauf den Ball attackiert, hier hochspringt und dann in das Kopfballduell kommt, den Ball hier in diesen Raum verlängert, sodass einer von diesen Spielern reinrücken kann, nachrücken kann. Eine weitere Variante wäre jetzt natürlich auch, dass wir sagen, wir wollen den Ball ja nicht ins Zentrum spielen, weil die Innenverteidiger meistens die kopfballstärksten Spieler sind. Dann sagen wir, wenn wir einen guten Stoßstürmer haben, großen Stürmer haben, dass wir dann vielleicht einen Positionstausch haben, dass dann einer der großen Stürmer sich auf den Außenverteidiger absetzt und dass dann halt auch der Torwart dann jeweils wieder den Ball hier reinflankt, sodass wir halt eine Sicherheit haben, dass wir jedes Kopfballduell auf jeden Fall gewinnen und er dann halt auch wieder verlängert, eventuell auch der Außenverteidiger nachrückt und die beiden auch noch mit nachrücken. Soweit zur Spieleröffnung über einen Torwart bei Torabstoß. Vielen Dank für eure Zeit.